Das alte BW Weimar, heute ein Museum und Heimat für E-Lok- und Diesel-Lok-Veteranen. Auch eine Tiger-Trommel gehört zu den Schätzen. Mit alter Reichsbahnnummer beschriftet, wird die heute nicht mehr betriebsfähige Museumslok auf die Scheibe gezogen. Als V200 sind die schweren sechsachsigen dieselelektrischen Maschinen ab 1966 zur Deutschen Reichsbahn gekommen. Bis 1975 liefert die sowjetische Lokomotivfabrik Lugansk 378 Lokomotiven aus. Das alte Fabrikschild wird angeschraubt. Der Spitzname Tigertrommel kommt nicht von ungefähr. Die hat man schon kilometerweit gehört. Und die sind dann, wie gesagt, nachgerüstet worden mit Schalldämpfer. Dann wurden sie etwas leiser. Aber der Name Tigertrommel ist durch die Lautstärke eingebürgert. Der Lärmpegel hat seinen Ursprung. Ein Zweitakt-V-Dieselmotor. Die 2000 PS sind in diesem großen Dieselmotor. Mhm. Das sind die, wie gesagt, 2000 PS, 12 Zylinder. Mhm. Die treiben, so gesagt, den Generator an. Mhm. Und der bringt den Fahrstrom in die Fahrmotoren. Deswegen eine dieselelektrische Maschine. Mhm. Schön sieht sie aus. 120, 198. Die Weimarer Museumseisenbahner haben in vielen Freizeitstunden gute Arbeit geleistet. Bis zum Erscheinen der V300-Familie sind es die stärksten Dieselloks der damaligen Reichsbahn. Seinerzeit war man zu den Importen gezwungen worden. Nach RGB-Beschluss durften in der DDR nur Lokomotiven unter 2000 PS Leistung gebaut werden. Werter Genosse Tschernikow, wir hätten von Ihnen gern gehört, welche Diesellokomotiven die UdSSR im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in die DDR liefern wird. Im Jahr 1969 erhält die Deutsche Reichsbahn 100 Diesellokomotiven V200 zusätzlich zum langfristigen Handelsabkommen. Mit diesen Lokomotiven, die jede für sich 1 Million Objekt darstellen, ist es möglich, den Traktionswechsel erheblich zu beschleunigen. Ich bitte Sie, die sowjetischen Lokomotivbauer zu grüßen und ihnen auszurichten, dass die sowjetischen Großdiesellokomotiven wesentlichen Anteil an den Erfolgen haben, die unsere Eisenbahner im Rahmen der Vorbereitung des 20. Jahrestags der DDR erreicht haben. Durch diese brüderliche Hilfe der Sowjetunion ist es möglich, die Traktionsumstellung bei der Deutschen Reichsbahn bis 1975 abzuschließen und die schwierige Arbeitskräftesituation zu lösen sowie die Energielage zu entlasten. Mit Stolz können wir berichten, dass zum 20. Jahrestag unseres sozialistischen Vaterlandes bereits 50% aller Transportleistungen mit Diesel- oder elektrischen Lokomotiven gefahren werden. Bis 1988 sollte es in der DDR noch dauern, ehe die Dampflok aufs Abstellgleis geschickt wird. Nur 7 Jahre länger sind die Trommeln unterwegs, ab 1992 im gemeinsamen Nummernschema von DR und DB als Baureihe 220 bezeichnet. Kurz vor der Abstellung ist der Zustand mehr als traurig, doch die Leistung ist noch vorhanden. Im Laufe ihrer Betriebszeit sind die schweren Großdieselloks so gut wie in allen Direktionen der Reichsbahn anzutreffen. Anfangs belächelt und eher ablehnend betrachtet, entwickelte sich der Bestand zu einer unverzichtbaren Größe im Güterverkehr im DDR-Alltag. Die einfache Technik der russischen Maschinen erweist sich als robust und zuverlässig. Außerplanmäßige Werkstattaufenthalte sind selten.
Im Führerstand ist es erstaunlich ruhig. Sogar die Russen hatten an eine vernünftige Isolierung gedacht. Der Führertisch ist nichts für Ausstattungsfreunde, nur das Nötigste gibt es. Dezember 1994. Der einzige Stolz der Deutschen Reichsbahn geht auf letzte Fahrt. Es ist die Dresdener 220-272, die mit dem NG 64-404 die letzte Planleistung fahren wird. Im BW Bautzen wird die Maschine auf die Reise geschickt. Trotz des Verkaufsverbots an private Eisenbahnen fahren Trommeln auf deutschen Gleisen weiter. Sie stammen aus Polen oder aus der Tschechischen Republik. Die einzige ehemalige Reichsbahnmaschine ist 220-295. Museumslok der BSW-Gruppe Leipzig-Waren. Damals im Einsatz bei der Leipziger Eisenbahngesellschaft. Mit alter Reichsbahn-EDV-Nummer ist die LEG-Maschine vor einem Fotogüterzug zwischen Güsten und Roßlau in Sachsen-Anhalt unterwegs. Trotz Nachrüstung mit Schalldämpfern sind die Großrussinnen immer die lautesten gewesen. Das dumpfe Brummen ist schon zu hören, lange bevor der Zug zu sehen ist.
Zugunsten der Zugkraft ist die Höchstgeschwindigkeit nur für Tempo 100 ausgelegt. Mit ein Grund, warum die DB kein Interesse an den leistungsfähigen Dieselloks hatte. Doch meist sind es nur 60 Stundenkilometer und weniger, mit denen die langen und schweren Züge unterwegs waren. Für den Lokführer gab es wenig zu tun, hatte er doch nur die Fahrstufen zu regeln und die Strecke zu beobachten. Seit 2012 gibt es in Deutschland keine betriebsfähige Trommel mehr. Die LEG-Maschine 120-295 fährt heute in Polen. An die große Zeit erinnern jetzt nur noch kalte Ausstellungsstücke wie hier in Weimar.